mir doch. So, ich habe die jetzt gestartet. Naja, man muss ja mal fragen, ne? Das ist. Das finde ich gut, ja. Ja. Na, ich sag mal so, ich habe auch sehr wenig Empathie erlebt bei Situationen, wo man vielleicht doch das eine oder andere Fünkchen Empathie entgegengebracht haben sollte. Wo ich mir denke, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch. Also wenn jemand da weint oder wenn irgendjemand hier gerade Probleme hat, dann gehe ich auf den zu und versuche zu helfen, biete mich als Gesprächspartner an. Aber wenn ich da mal vielleicht so einen Moment habe, ja, dann kommt nur, ja, stell dich nicht so an. Wo ich mir denke, okay, gut, alles klar, da weiß ich Bescheid fürs nächste Mal, dann biete ich mich dir nicht als Gesprächspartner an. Ja, wenn das so gefühlt nur ein Nehmen, aber kein genau. Geben ist. Ja, so funktionieren auch menschliche Beziehungen nicht. Also egal, welche Art von Beziehung, ne? Ja. Das ist halt echt traurig, ne? Ich meine, man will ja dann gleichzeitig auch nicht irgendwie so nach dem Motto, okay, ich war jetzt für dich da, jetzt musst du für mich da sein. Ne? Das will ich ja auch nicht irgendwie so implizieren. Oh, jetzt haben wir Güterschuss. Oh, verdammt, naja. Aber irgendwie will man ja trotzdem, dass dann die Person, wenn es einem mal schlechter geht, trotzdem für einen da ist. Ja, einander, ne? Ja. Und ich meine, es macht aber ja ohne eigentlich, das irgendwie einfordern zu müssen. Genau, ne? Ich meine, das macht ja auch eine Freundschaft eigentlich auch aus. Oh ja. Auch, dass man einander gut kennt, ne? Ja. Und schon auch einander ganz gut verstehen kann, ohne viele Worte. Ja. Oder auch ohne irgendwie jetzt in allem so ganz konkret zu werden. Ja. Also was ich gestern auch angeschnitten hatte, dass, vorgestern war das ja. Genau, das ja. Thema mit geistigen Einschränkungen, was ja auch gibt, diverse Krankheiten. Ja. Dass das eigentlich sowas wie eine Freundschaft irrelevant sein sollte. Ja, auf das jeden Fall. Das sind meistens die Menschen, die die größten Herzen haben, ne? Ja, allgemein Menschen, die viel erlebt haben, ne? Ja. Ich hatte das dann mal gemerkt gehabt bei einer Freundin. Die hatte dann auf einmal, also was heißt nicht auf einmal, ne? Die hatte einen Freund gehabt. Und wie es halt so ist am Anfang, dann ist der Freund Prio 1 und dann kommen irgendwann die Freunde. Ne? Dann will man halt immer ganz viel Zeit mit dem Partner verbringen, verstehe ich ja auch alles. Und die waren aber... Ja, fühle ich auch. Die waren aber dann wirklich schon Jahre zusammen und es hat sich einfach nichts geändert, ne? Und da gab es auch eine Zeit, wo ich, sage ich mal, auch diese Freundin gebraucht hätte, ne? Und habe dann halt ihr so von meinem Leid erzählt und sie hat halt einfach nur so, okay. Und ach, übrigens, mein Freund hat und das gemacht, ne? Wo ich mir denke, es ging nur um sie und ihre Beziehung, sie hatte keine Zeit mehr für mich. Und wenn wir mal Zeit hatten, dann hat sie nur von ihrem Freund gesprochen. Dann habe ich halt irgendwann... Ach so, also die anderen waren komplett abgeschrieben, gar nicht genau, mehr. Ja, also gar nicht eingeschränkt, sondern komplett abgeschrieben. Abgeschrieben, aber wenn es dann mal Stress mit dem Freund gab, dann war ich natürlich wieder hier die Nummer 1. Dann hat sie mich angerufen, das und jenes. Und natürlich war ich damals so dumm und bin rangegangen, weil man dazu dachte, ah, vielleicht merkt sie ja jetzt wieder, dass mich es ja auch noch gibt. Ne, ja. Aber das war halt, ja... Ja, das ist halt echt schwierig. Wir müssen die beschützen, ne? Ja, genau. Eigentlich fährt jetzt ein Panzer wieder gut, ne? Ja. Gucken wir, ob ich den bestellen kann noch. Ach, das ist unser Kumpel? Ja. Ach, das ja, war das stimmt, das hatten wir schon mal. Das war, glaube ich, die zweite Mission. Stimmt, das hatten wir schon mal. Da hatten wir den Panzer dann. Ja, stimmt, genau. Ja, den werden wir gleich auch wieder haben. Oh fuck, ich hoffe. Nimm die. Ich mach so diese Molotov hier, Typis. Oder hier Fahrzeuge. Oh, fuck. Warte. Da ist einer. Ich habe übrigens bei der Ladebildschirm. Oh, der läuft da rum. Ja,
bei dem Ladebildschirm habe ich irgendwas gesehen mit Martin Matrazzo und irgendwie zweimal war das GTA RP. Ich glaube Geld, aber ich weiß, ich habe es aber nicht mehr im Kopf, was das genau gewesen ist. Warte mal, da ist noch irgendjemand mit Molotov-Cocktails. Wird zumindest mir auf der Karte noch angezeigt. Achso, nee. Oh, huch. Irgendwo hier. Warte mal, steck mal bei dir mit ein, ne? Ja. Du kannst ja auch dann schießen, ne? Ja, genau. Oh, hast du Zugriff auf die Granaten? Ich habe keine Ahnung. Ich drück gerade irgendeine Taste und es explodiert. Das finde ich schon mal prinzipiell ganz gut. Ja. Wichtig, so funktioniert. Weiß gar nicht, war das E? Weiß gerade gar nicht, ob ich mit links oder mit rechts oder ob ich überhaupt gerade, ob du das alles bist. Diesen, oh, wie heißt das? Oh, wie nennt man das? Das, wo man hauptsächlich schießt, das große Rohr. Ja. Ich weiß, was du meinst, ich kenne auch nicht den Fachbegriff. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß, ja, ja. Wo dann die, ich weiß nicht, was das bediene ich auf jeden Fall. Oh, da kommen wieder Molotow-Cocktails. Von oben. Doch, ich wechsle auf die Kramen. Ah, doch. Und links sind die Granaten am Start. Oh, fuck. Ah, was ist denn der? Geht nicht. Oh, es hängt gerade. Oh Gott, ich höre es. Ja, der Panzer ist am Limit. Okay, ich soll mal aussteigen. Ne, noch nicht, der brennt ja noch nicht. Übrigens, die Online-Verbindung ist wieder on point, ne? Ja. Ich weiß. Entsprechend ist auch das Internetverhalten bei mir gerade mit Videos schauen. Ach so? Der weiße Balken lädt, ja. Aber das Video ließ sich nicht starten. Oh nein. Also die Verbindung zum Server kommt da nicht hinterher. Na super. Oh. Oh nein! Oh fuck, war ich das? Ja, ich glaube, das war ich. Sorry, ich war so übermütig. Ja, vielleicht lassen wir die lieber von den NPCs abknallen. Die jetzt in der Nähe von den Paketen sind. Ja. Also Güterschutz ist wirklich, ne? Ich meine, es ist ja actionreich. Ist halt aufwendig. Ja, aber im Vergleich zu den anderen, ja. Übrigens, die Telefon, also ne, wie gesagt, das Telefon hat geklingelt bei den Telefonattentaten und dann konnte ich es aber nicht auswählen, als ich Schwengel angerufen habe. Da kam dann, musste erst irgendeinen bestimmten Auftrag irgendwie durchgeführt haben. Ah, okay. Obwohl das ja eigentlich möglich gewesen wäre, weil es hat ja geklingelt. Also das ist mir nicht bekannt, dass es irgendwie... Oh, oh, okay. Bist du auf der Brücke oder... Ja, hä? Okay, ja. Ja, das war bei mir gerade auch zeitverzögert. Ja, dezent. Gibt's eigentlich einen unzerstörbaren Panzer? Hier nicht, nein. Okay, das ist natürlich schade. Panzer, aber der ist, ich hab keine Granaten mehr. Der lässt sich noch schneller zerstören. Oder? Kann ich Granaten? Nee, ich kann keine Granaten mehr werfen. Gibt's, kann sein, dass leer geschossen ist. Ach so, die sind auch okay. Gut. Dann schaue ich dir zu. Hast du sehr schön gemacht. Man hat gesehen, ein Profi ist am Werk. Oh. Oh, oh. Warte mal, ich knall den ab. Magst du?
Ja. An das Hauptgeschütz gehen? Ja. An den Weinfässer. Also, wie kann man denn Weine zerstören wollen? Den guten Wein, meinst du? Ja, den guten Wein. Trinkst du gerne Wein? Ja. Ich muss sagen, also Bier komme ich gar nicht ran. Also ich habe es wieder versucht, habe so ein bisschen genippt, aber das ist überhaupt nichts für mich. Auch Radler oder irgendwas in der Richtung oder irgendwas mit Grapefruit, da gibt es ja auch noch so verschiedene, also so Mix-Sachen. Nee. Hm. Achtung, da kommt ein Motorrad. Bist du denn so Wein- oder Biertrinker oder bist du überhaupt kein Alkoholfan? Kaum. Also eine Zeit lang, so mit 17, 18 habe ich regelmäßiger getrunken, dann halt auch viel am Wochenende unterwegs gewesen, feiern und ja, so. Ja. Ja, aber dann Richtung Ende 18 habe ich angefangen, regelmäßiger Gras zu konsumieren. Mm. Das habe ich dann auch am liebsten gemacht, einfach gerade gechillt am Wochenende dann mit Kollegen einrauchen. Und da habe ich auch angefangen aufzuhören mit dem Alkoholkonsum. Dann manchmal noch gelegentlich, wenn man noch unterwegs war. Ja. Aber sonst gar nicht mehr. Bierfan war ich nie gewesen. Hm. Ich habe dann lieber Mischen getrunken. Ach so, ja. Oh, da haben wir auch wild experimentiert. manche Mischungen waren gar nicht gut. Ja, und manche waren überraschend richtig gut gewesen, obwohl das gar nicht erwartet war. Also sowas wie Jägermeister, Korn, Cola und Energy. Oh, okay. Wo ich eigentlich erstmal gedacht habe, boah, was kann das nur werden, ey. Ja. Aber es hat gut geschmeckt. Boah, das aber knallt doch bestimmt auch extrem, oder? Ja, kommt drauf an, wie man es anteilig mischt. Ja. Also ich durfte nicht einen Kollegen mischen lassen, weil der hatte mal gerne ja, so gefühlt 90% die alkoholhaltigen Getränke reingemischt. Ja. Naja, Mischen sind ganz gefährlich. Hey, ich hab nächste Figur. Hey. Wenn ich jetzt mal was trinke, dann meistens halt einfach nur eine Cola mit bisschen Wodka gemischt. Ja, das trinke ich auch ja gerne. Im Club dann oft so circa, würde ich schätzen, 20% Wodka-Anteil dann in der Cola ist, ne? Ja. Im Privat mache ich dann lieber sogar noch weniger rein, sodass man das kaum schmeckt. Ja, ja. Wenn es hochprozentiger ist, dann Wirkung sowieso mehr als genug. Dann, wenn man da ein bisschen nur reinmacht, dann ist das so ähnlich wie eine Flasche Bier. Ja. So. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, also Telefon. Attentat können wir leider noch nicht machen. Ich dachte wirklich, du musst erst irgendeinen Auftrag durchführen. Oder wir müssen vielleicht auch einmal das abheben, kann natürlich auch sein, ne? Dass wir erstmal diese Telefon, also dieses, ne, Klingeln ab, also Klingeln abheben müssen, ich bin auch dumm. Dass wir erstmal rangehen müssen. Ja, das sowieso, nur man kann zum Beispiel, wenn man Franklin anruft, Telefonattentat anfordern. Ja, das da geht kommt nicht. Dieses Telefonsymbol. Achso, du kannst es nicht anfordern? Nee, ich kann es nicht anfordern, nee. Ah. Da steht dann immer, ja, du dann musst erst sein, was machen. Entweder muss eine bestimmte Mission der Dr. Dre-Reihe abgeschlossen sein, das kann ich mir vorstellen. Oder eine bestimmte Anzahl an Security-Aufträgen, das könnte ich mir eventuell auch noch vorstellen. Aber was ich nicht verstehe, warum hat es denn halt da jetzt geklingelt? Ja, das ist das, was halt immer wieder mal nach Zufallsprinzip erscheint. Ach so. Aber das würde mich nämlich interessieren, ob du dann da wenigstens rangehen kannst. So, beim nächsten Mal, wenn ich das mal hab, ausprobieren. Achso, ja stimmt, ich muss ja auch auf die Seite rein. Ja, damit können wir uns jetzt ein bisschen schneller fortbewegen. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, Dr. Trey, müssen wir doch eigentlich jetzt nochmal... Eigentlich müssten wir das doch jetzt machen können. Eine weitere. Eigentlich genug Zeit vergangen. Ja, das, die Offline-Zeit zählt auch als Abklingszeit. Achso, das ist schön. Also wenn du zum Beispiel ein Kaio abgeschlossen hast, kurz bevor du offline gehst, hast du ja normalerweise, wenn du den alleine abschließt, fast 2,5 Stunden Abklingzeit. Aber wenn du dann
mindestens diese 2,5 Stunden offline bist oder sogar länger, in der Zeit läuft das auch ab. Das ist ja nett. 2,5 Stunden oder noch später halt wieder zurückkommst, dann kannst du auch direkt wieder den nächsten Kaio starten. Ah, das ist ja echt nett gemacht. Ne? Manche, die sagen ja wirklich so Ingame-Zeit, ne? Dass du wirklich das Spiel spielen musst. Ja, das wäre schon richtig assi von Rockstar, weil am Anfang gab es auf Kaio halt so gut wie gar keine Abkriegszeit, ne? Das waren vielleicht 5 Minuten gewesen. Das war jetzt 3/4 Stunde, oder? Eine 3/4 oder beziehungsweise 48 Minuten, um genau zu sein, ein GTA-Tag, wenn man es gemeinsam abgeschossen hat. Und man kann Kaio ja auch alleine abschließen, aber dann ist die Abklingzeit 3 in Game. Achso, okay. Also wirklich, die Faces sind wieder richtig nice, ne? Ja, jetzt stehst du drauf. Du bist bei mir also 5 Anläufe gebraucht. Das war. Ach so. Naja. Ja. Ja, aber in Wirklichkeit waren es, glaube ich, 3 gewesen. Ja. Nein, dann bist du runtergesegelt fast. Ja. Muss mich an dein Dach noch gewöhnen. Ach so. Stimmt, du hast ja das eine andere Agentur, ne? Ja, genau. Ist schon mal einer mehr da. Mal gucken, können wir. Die Agentur, die ich habe, die gab es sogar gratis. Ach so? Zu der Zeit war das Update neu gewesen und die Agentur, die ich habe, die gab es für Prime Gaming Mitglieder gratis. Also man konnte seinen Prime Account mit Rockstar, mit GTA verknüpfen. Und zu der Zeit gab es auch, ich glaube, 125.000 GTA-Dollar alle 7 Tage fürs einmal einloggen. Das ist ja cool. Ja, aber leider ist der Vertrag nicht mehr vorhanden. Also das lief, glaube ich, ein Jahr lang oder so und dann ist das ausgelaufen. Boah, da kannst du aber auch schön Geld farmen, ne? Ja, den Vertrag hat, glaube ich, Sony jetzt noch am Laufen mit Rockstar. Ja. Sodass PS Plus-Mitglieder, wenn das jetzt noch aktiv ist, aber das war bei denen, glaube ich, länger der Fall gewesen. Oder kann sein, dass sogar noch der Fall ist, dass man dann wöchentlich diese 100.000 oder 125.000 geschenkt bekommt. Das ist halt schon, ja, das ist, ja, schönes, gutes Geld. Das sammelt sich, ja. Also, aber auch diese Eventwochen zu nutzen, ja, das mit zweimal, ja. Ja, diese Woche ist ja jetzt noch bis heute doppelt Geld auf Spezialfrachtkisten. Okay, war das so eine, wo du dann hier für alle Spieler sichtbar bist, so eine Mission? Ja, aber kannst du ja an einer geschlossenen Sitzung einfach ungestört machen. Ja. Ist nur sehr zeitaufwendig, weshalb es dann schwer ist, das nur in der Woche, in der Eventwoche zu machen, aber gerade bei sowas wie Kistenlagerhaus, da lohnt es sich am meisten, wenn man außerhalb von so einer Eventwoche einfach immer wieder zwischendurch ein paar Kisten mal zusammenfarmt, einfach nur die Lagerhäuser füllt und sobald so eine Eventwoche da ist, einfach alles verkaufen, was da drin ist. Das stimmt, ja. Das ist ja natürlich, also würde ich wahrscheinlich auch eher machen. Ich habe vorhin noch, gegen 5 bin ich schon einmal online gewesen, habe vorhin noch meine Kistenlagerhäuser geleert, bevor die Eventwoche vorbei ist. Ja. Oder hat 6,6 Millionen zusammengebracht. Das ist nice. Ja, gut, sowas muss ich halt irgendwie mehr auf dem Schirm haben. Damit beschäftige ich mich irgendwie zu wenig. Bei GTA. Aber du bist ja bislang auch nicht so regelmäßige Spielerin. Ja, das stimmt. Bei GTA Online. Das stimmt. Das ist das Problem, wenn man noch andere Spiele hat, ne? Deswegen immer nur ein Spiel spielen. Sache, was man gerne zockt, ne? Ja, das ist das Problem. Ich habe ja eigentlich auch so mein YouTube-Plan, ne? Na, eigentlich sollten schon andere Spiele kommen, aber dann kamen halt andere Spiele dazwischen, die ich entdeckt habe, wo ich denke, oh, du hast jetzt richtig Bock, das zu spielen. Und das sind es aber meistens auch so 20, 30 Stunden Spiele und das läppert sich ja auch, ne? Weil ich meine, ich könnte das schon innerhalb von 3 Tagen durchspielen, aber da brauche ich Urlaub und dann darf ich nicht irgendwie schneiden und hochladen, weil es ja auch nochmal Zeit frisst. Ja, und dann, keine Ahnung, verzögert sich das alles. Naja. Aber wir können jetzt den High Society League machen. Also wir können jetzt hier
Ja, was müssen wir untersuchen? Das Datensignal, das letzt bei Pacific Bluffs Country Club geordert wurde. Ja, okay, bestätigen. Mal gucken. So, the last active trace we have on this copy of Dre's phone is at that preppy country club up in the Bluffs. This trail is pretty hot, so get over there quick and we might find the way too rich asshole who got it. Franklin's gonna call you on the way. Ja, wir haben wahrscheinlich auch noch locker ein Jahr oder mehr Zeit bei GTA 5 alles Mögliche zu machen. Ja. GTA 6 wird wahrscheinlich noch ein Jahr oder mehr brauchen. Ja, ich bin gespannt, ob die es überhaupt dann auch, sagen wir mal, pünktlich rauskriegen, also rausbekommen, veröffentlichen. Ich kann heute nicht reden, sorry. Oder ob die es dann auch nochmal. Man merkt mir wirklich immer so 8 Stunden oder 9, 10 Stunden Arbeit immer an. Keine Ahnung, dann ist mein Gehirn immer schon wieder extrem fertig. Ja, ob die das, sage ich. Ja. Da, ja, wenn man seine Kapazitäten schon weitestgehend ausgeschöpft hat, ne, dann geht halt alles auf Energiesparmodus, nenne ich das immer. Das stimmt, ja. Nee, aber was ich sagen wollte, es würde mich mal interessieren, ob die es pünktlich veröffentlichen, also so wie sie es geplant haben, oder ob die dann auch nochmal sagen, ja, wir müssen es nochmal um 3 Monate nach hinten verschieben. Ja, das kann ich mir bei denen nur zu gut vorstellen. Ja. War ja mit GTA 5 auch so. Also ja. GTA 5 Online haben sie auch verspätet, glaube ich, ein halbes Jahr oder so verspätet rausgebracht. Ja. Ich meine, solange es danach läuft. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sogar noch ein bisschen mehr ist. Und dann ist auch die Sache mit der PC-Version. Die wird ja wahrscheinlich auch noch mal länger dauern. Ja, das dauert wahrscheinlich ja noch mal insgesamt ein Jahr länger. Bei GTA 5 waren das doch dann 2 Jahre, oder? Das hat ein bisschen länger gedauert. Weiß ich gar nicht. Ich war bei GTA 5 Online ja nicht aktiv sofort Anfang dabei. Das war ja 2013 gewesen. Boah, da war ich noch 13 Jahre alt. Nee, da konnte ich sowas zocken. Weil für meine Ellies war das immer No-Go, dass ich irgendwelche Games ab 18 zocke. Ja. Meine Eltern haben das gar nicht gestört. Also auch sowas wie COD oder so durfte ich alles nicht zocken. Krass. Ich glaube, meine Eltern haben sich da überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, Assassin's Creed war, glaube ich, ab, ich weiß gar nicht, 16. Und das habe ich gespielt, da war ich 12. Weil du hast ja auch Leute getötet, ne? Ich glaube, solange sich mein Verhalten nicht ändert und ich gewalttätig werde, haben die wahrscheinlich dann einfach gesagt, ja, dann spiel die Spiele, wenn es dich glücklich macht. Okay. Oder die haben sich gar nicht damit beschäftigt. Ja, wenn man sich das genauer anguckt, was es mit dem FSK auf sich hat, das ist auch nur eine Empfehlung. Ja. Quasi ein Richtwert. Aber man kann natürlich auch unterhalb, das ist dann im Ermessen der Eltern, ne, was man dem Kind zutraut. Ich glaube, ich habe Assassin's Creed so meinen Eltern erzählt, ich lerne was für die Geschichte. Hat auch gestimmt. Habe was über Renaissance gelernt und ein bisschen Italienisch. Kannst aber nur 3 Wörter, aber. Assassin's Creed hast du gar nicht gespielt, ne? Da bist du gar nicht drin in dem Fandom, oder? Nee, das hatte ich nur mal mir geholt und ausprobiert, als mein PC noch neu war. Ja. Zum Abchecken. Weißt du noch, welchen Teil du dir geholt hast? Oh nein, es ist das! Ach, warte mal, 93. Boah, wie hieß der Teil noch? Boah, müsste ich nachher mal bei Steam reingucken. Ich glaube, da habe ich das Spiel. Das müsste auf jeden Fall eins sein, was, glaube ich, 2018 rausgekommen ist, der Teil. Das müsste dann, glaube ich. Warte mal, habe ich? Ja, ich hab's. Warte. Jetzt. Teil 18 müsste, glaube ich. Origin? War das ägyptisch? Weißt du das noch? Oder griechisch? Ja. Ich meine, das war ägyptisch gewesen. Dann war das Origins. Dann müsste das Origin gewesen sein. Aber wie gesagt, nicht aktiv gezockt. Ja. Oh, ich sterb fast. Warte. Origins habe ich auch schon komplett durchgespielt, so 100%. Das war aber auch nicht schwer. Exanes Medium. Oh, das war. Ach, Brute Force. Oh nein. Oh Gott, wo war denn das jetzt? Auswählen. Oh Gott, das bin. Oh Gott. Bin eigentlich schon dabei. Oh, warte.
Musst du das jetzt trotzdem auch nochmal machen? Ja. Ich glaube, irgendwas mit Daddy war das gerade, glaube ich, wenn ich es richtig gerade gesehen habe. Shell Company, complete dead end. Except if. Sweet. The plate got flagged speeding on the traffic camera network. Last known location with you now. Damn. Good shit. Und wenn du mal sehr viel Zeit haben solltest und von GTA 5 gelangweilt sein solltest, kann ich dir Assassin's Creed empfehlen. Okay. Es wird auch mit jedem neuen Teil wird es auch größer und komplexer und repetitiver. Na, muss ich gucken. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft eher weniger Zeit zum Zocken haben, als ich bislang da investiert habe. Ja, ja. Zum einen, weil auf dem Plan steht, wieder Vollzeit zu arbeiten, ja. Dann bleibt nicht so viel Zeit. Und, das stimmt. Ich habe ja jetzt demnächst auch ein anderes Hobby noch am Start. Oh, okay. Wo ich auch die letzte Zeit mit dem Aufbau des Ganzen beschäftigt war. Deswegen ist auch in letzter Zeit deutlich, blieb nicht mehr viel Zeit übrig, um noch zu zocken. Ja. Aber auch entsprechend Motivation nicht. Wenn man dann erstmal voll Herzblut in eine Sache investiert. Ja, das stimmt. Aber das ist auch immer wieder bei mir so der Fall gewesen, dass dann auch handwerklich was mache gerne. Ja. So selber zusammenschrauben irgendwas, zusammen basteln oder erstellen, sowas in der Richtung? Ja, richtig. Immer wieder mal was entwickeln. Ja. Sowas wie für meinen PC habe ich zum Beispiel einen Schrank gebaut, der auf Rollen ist. Und der hat auch, ist auch entsprechend vom Design her und auch mit Beleuchtung alles angepasst an den PC. Das ist schön, ja. So, das Gehäuse ist ziemlich groß, was eigentlich damals so gedacht war, um da eine große Wasserkühlung einbauen zu können. So eine Custom-Wasserkühlung, falls ihr das was sagt. Nee, da bin ich raus, leider. Es ist einfach nur eine selbstgemachte Wasserkühlung, wo man alles einzeln hat. Pumpe, diesen Kühler und Schläuche und man muss das halt selber zusammensetzen. Aber das war mir dann doch zu teuer. Ja. Und deswegen habe ich den Platz dann einfach genutzt, um nochmal Teile einzubauen, die den Airflow optimieren, also den Luftstrom und somit Kühlleistung so auch schon erhöhen. Haben die eigentlich gesagt, welche Farbe die Limousine hat? Ja, das müsste die weiße hier sein. Ach, die hier, ja. Fliegst du noch oder stehst du noch? Ich bin gerade gelandet. Ja, okay. Ach, hier bist du. Ah, okay, gut. Mir warst du 50 Meter weiter weg. Ah, gut, das ist sie immer. Achso, müssen sie verfolgen. Wie verfolgen? Hä? Jetzt bist du drin? Ups. Ja, der blieb bei mir einfach stehen. Ja. Weil der rennt jetzt weg, warte. Nice. Gut. Warte, ich stehe die Brieftasche. Jetzt? Oh, hä? Oh, oh Gott. Achso, kannst du noch ein Stück weiter vorfahren? Ich muss zur Danke. Ja. Ich muss zur Leiche. eine ganz wilde Folge. So, bringe die Brieftasche zur Agentur. Nichts leichteres als das. Hä, wo bin ich denn? Hä? Nimmst du mich mit, bitte? Ich hab keine Ahnung, was da wieder los ist. Ja, warte, ich stehe noch, warte. Ich bin noch nicht ganz drin. Jetzt bin ich drin. Jetzt kannst du gerne losfahren. Ja, du hangst vorhin auch bei mir einfach nur an der Limousine außen dran. Ach so? Das ist...
ist, bei mir fährst du gerade, weiß nicht. Ah, jetzt bist du da. Gut, sehr schön. Steige ich mit aus? Ja. Gut. Eieiei.